Ja, hallo, herzlich willkommen mal zu diesem Video. Herzlich willkommen mal zu diesem Video. Ja, es kam schon lange kein Video mehr raus. Aus dem einfachen Grund, ich habe an meiner Meisterarbeit geschrieben, habe die jetzt auch letzte Woche abgegeben. Entschuldigung. Muss aber jetzt lernen, weil nächste Woche habe ich schriftliche Prüfungen. Deswegen ist gerade wegen alles ein bisschen kurz. Aber es geht schon bald los, weil ich muss für mein Meisterprojekt einiges mache, da nehme ich euch auch natürlich mit und will euch einiges erklären, was ich da mache. So, mal zu dem. Jetzt zum kommenden Film, den ihr jetzt sehen werdet, also wenn ich fertig geschwätzt habe. Den Film haben wir in der Schule gemacht. Der Hintergrund zu dem Film ist eigentlich nur der, da die Meisterschule, wo ich gerade bin, mit der PH Ludwigsburg und dem Lernort Bauernhof so eine Art Kooperation immer haben oder machen wir immer, indem sie mit den Studentinnen und Studenten der PH Ludwigsburg, also so angehende Lehramtsstudenten, ich weiß es gar nicht mehr, sollen wir mit den Studenten einen Unterricht vorbereiten für Fünftklässler. Das heißt, einmal in der Schule und einmal auf dem Bauernhof. Wir sind halt dann sozusagen dafür da, um die nötige Fachkenntnis mitzubringen und halt auch sozusagen, dass wir selber sozusagen den Kontakt mit Betriebsfremden, also mit Leuten, die mit der Landwirtschaft nicht viel zu tun haben, mal sozusagen mal andere Sicht sehen und das halt mal sozusagen auf Kinderniveau, also auch, sind ja auch Kinder, zu erklären. Also so diese Öffentlichkeitsarbeit. So. Genau. Da ja letzte Winter aufgrund von Corona alle Schule und auch dann Universitäten alle geschlossen waren, ging das natürlich nicht. Und deswegen haben die Lehrer und die Schule sich halt dazu entschieden, dass wir halt dann ein Video machen soll, ein Film. Also nicht bloß einer, sondern mehrere. Es gab ja zum Beispiel über das Leben eines Kalbes, Melken, ich war jetzt in der Gruppe Legehuhn, Mastschweine, Ferkelaufzucht, so Sachen gab es halt alles. Und genau, da gab es halt immer Schülergruppe von drei, nee, eher vier, teilweise sogar fünf Schüler. Und da hat man halt dann das ausarbeiten müssen, einen Plan stellen, da haben wir extra sogar gezeigt, wie man mit einem Schnittprogramm umgeht. Für mich war das alles relativ einfach, deswegen war ich auch in dem Fall etwas begehrt. So, weil ich halt auch Kameratechnik und auch mit dem Schnittprogramm einigermaßen umgehen kann. Also so auf dem oberen Amateurlevel. So, und genau. Das haben wir halt dann gemacht und es wurde halt dann, die Filme wurden dann den Schülern im Unterricht gezeigt und die musste halt dann auch dazu Aufgabe machen, wie sie es halt auf dem Bauernhof hätte auch machen müssen. Das heißt, ja, die Schüler sind ja einmal in der Schule, oder was sagt mir mit den Studenten in der Schule bei den Schülern, und machen halt dann einmal so einen theoretischen Unterricht und dann kommen sie mal auf den Bauernhof raus, wo sie halt dann Aufgabe bekommen oder halt verschiedene Stationen haben, wo sie halt dann zum Beispiel mal eine Futterration angucken oder. Wie gesagt, ich habe das nicht gemacht. Das war halt aufgrund Corona, war das halt, habe ich das nicht erfahren dürfen. Was macht die Kamera? Warum blinkt die? Oh, ich glaube, der ist Akku leer. Von dem her, ich werde schneller. Es gibt noch ein Outtake-Video. Etwas länger geht es, weil, wenn du mit Tieren was filmst, ist in der Regel so, du hast viel Abfall. Also ein Filmmaterial, weil bis dann du das Bild hast, das du haben willst, filmst du halt ewig. Und deswegen geht auch das Outtake-Video ein wenig länger, aber auch aus dem Grund, weil auch Menschen nicht genau das machen, was man will. Weil einfach auch viel daneben geht und dann muss man halt auch vielleicht öfters lachen. Deswegen, ich empfehle das Video wirklich, das kommt dann nächste Woche raus. Das Outtake-Video, und wer das nicht verpassen will, Kanal abonnieren.
Und auch jetzt vielleicht schon mal einen Daumen hoch. Und somit wünsche ich euch viel Spaß. Wahrscheinlich wird das, was ich gerade geschätzt habe, so zusammengeschnitten sein, weil ich mich so oft verbabbelt habe. Weil ich bin jetzt nicht mehr dabei. Jetzt muss ich gleich mal das mal angucken. Von dem her, viel Spaß mit dem Video, mit dem Film. Wie gesagt, der ist für Fünftklässler. Viel Spaß. Ich habe schon mal gesagt. Egal. Also, macht's gut. Und bis zum Outtake-Video. Vor lauter, ich hab's fast vergessen. Also, ich verlinke euch die ganze andere Videos und die Seite vom Bauernverband unten in der Infobox. Also, wenn ihr das auch noch anschauen wollt, müsst ihr da noch gucken, gell? Also. So ein Ei, ich hoffe, was Gutes, gell? Ja, jetzt wäre es interessant, wo das Ei herkommt. Ah ja, das sollte man schon mal gucken. Ah ja. So, hallo miteinander, mein Name ist Simon Konrad. Ich darf euch heute bei uns auf dem Betrieb begrüßen. Ich möchte euch heute mal einen kleinen Einblick in unseren Hühnerstall geben. Wir sind landwirtschaftliche Familienbetriebe mit Ackerbau, Weinbau und Direktvermarktung. Jetzt kommt man mit in unseren Hühnerstall. Guten Morgen! In diesem Hühnerstall können bis zu 500 Hühner gehalten werden. Hier können sie neben Fressen und Saufen auch im Stroh scharren und natürlich auch ihre Eier legen. An trockenen Tagen wird der Auslauf geöffnet und sie können nach draußen gehen. Hier draußen können sich die Hühner frei bewegen. Das Wühlen im Staub dient der Federpflege, damit diese schön luftig bleiben. Da Hühner einen sogenannten Pickreiz haben, verspüren sie das Bedürfnis, ständig nach Futter oder anderen Dingen zu picken. Damit sie nicht ihre Artgenossen picken, müssen verschiedene Anreize vorhanden sein, wie zum Beispiel hier diese Zuckerrübe. Und so kommen wir auch schon zu der ersten Frage. Wie oft pickt ein Huhn am Tag? Ihr könnt jetzt das Video pausieren, die Antwort kommt gleich. Und hier kommt die Antwort. Ein Huhn macht unfassbare 15.000 Pickschläge pro Tag. Die Hühner werden über eine automatische Fütterungsanlage gefüttert. Diese füllt mehrmals täglich die gelben Tröge auf. Und so kommen wir auch schon zu der zweiten Frage. Aus welchen Komponenten besteht das Hühnerfutter? Jetzt könnt ihr das Video pausieren, die Antwort kommt gleich. So, und hier kommt die Antwort. Das Hühnerfutter besteht aus geschrotetem Weizen, Mais, Soja, Futterkalk und Mineralfutter. Beim Schroten werden die Körner von einer Mühle grob zerkleinert. Das hat den Vorteil, dass das Futter besser verdaut wird. Nach dem Fressen geht's meistens zum Saufen. Hier sind sogenannte Nippeltränke verbaut, bei denen ein Metallstift nach oben gedrückt werden muss, sodass das Wasser herauslaufen kann. Durch dieses System hat jedes Huhn dauerhaft Zugang zu frischem Wasser. Die rote Tropfschale sorgt dafür, dass der Boden unter der Tränke trocken bleibt. Das, worauf das Huhn gerade läuft, ist eine sogenannte Sitzstange. Diese besteht aus Kunststoff, welcher sehr leicht zu reinigen ist und somit der Hygiene im Stall beisteuert. Hier sitzen dann nachts alle Hühner zum Schlafen. Unter den Sitzstangen befindet sich die Kotgrube. Hier fallen die Hinterlassenschaften der Hühner durch und somit ist Huhn und Kot voneinander getrennt, was ebenfalls sehr hygienisch ist. Dadurch schleifen die Hühner auch keinen Dreck mit in das Legenest, wodurch dann die Eier auch hygienisch sauber bleiben. Die Legenester sind verdunkelt und vorne mit einem Gummivorhang versehen, sodass die Hühner ungestört ihre Eier legen können. Hier im Legenest ist eine Kunststoffmatte eingebaut. Diese hat Noppen, auf denen das Ei auf das Eierband rollen kann und der Dreck in die Zwischenräume hineinrieselt. Da wir schon gesehen haben, wie die Hühner leben, also wie sie fressen, wo sie trinken
wo sie nachts sitzen, wo ihre Hinterlassenschaften hinfallen, auch wo sie ihre Eier hinlegen. Kommen wir schon zur nächsten Frage. Wie viele Eier legt ein Huhn in einem Jahr? Ihr könnt das Video pausieren, gleich kommt die Antwort. Hier ist die Antwort. Im Schnitt legen Simons Hühner im Jahr knapp 300 Eier. Die gelegten Eier rollen dann aufs Eierband. Dieses befördert die Eier in den Sortierer. Wir befinden uns jetzt hier in unserem Eierraum. Hier werden unsere Eier sortiert, auf Beschädigungen überprüft mit einer speziellen Lampe. Hier sieht man es, das Ei hat nirgends irgendwelche Risse oder so. Dann werden unsere Eier gewogen. Die kleinen Eier sortieren wir extra. Die größeren Eier L, M und XL, die tun wir alle in eine Packung, da wir relativ wenig Eier haben und das unsere Kunden auch nichts ausmacht. So, jetzt werden die Eier noch gestempelt. Das ist quasi unsere betriebsindividuelle Nummer. Was verrät mir der Stempel auf dem Ei? Ihr könnt jetzt wieder pausieren, gleich kommt die Antwort. So, und hier ist die Lösung. Die 2 steht für die Art der Haltung, also in diesem Fall für Bodenhaltung. DE steht natürlich für Deutschland. 08 steht für ein Bundesland, in diesem Fall Baden-Württemberg. Diese Zahl ist die Betriebsnummer. Und die letzte Zahl sagt, aus welchem Stall das Ei kommt. Ist gleich viel besser, wenn man weiß, wo es herkommt, gell? Da hast du recht.